Hallo zusammen zu einem neuen Quick-Tipp-Freitag. Ich möchte euch heute zeigen, wie ihr eure Docker-Container automatisch updaten könnt. Und zwar nehmen wir hierfür Ouroboros, einen Namen, den ich nicht wirklich weiß, ob der sich genauso ausspricht, wie ich das gerade getan habe. Es ist auf jeden Fall eine modernere Alternative zu dem vielleicht bekannten Watchtower von V2 Tech, den es auch schon länger gibt. Nur wie ihr seht, hier am offiziellen Git Repository, hier ist seit 11 Monaten nichts mehr passiert. Und entsprechend war das auch ein Grund, warum die Community gesagt hat: Hey, lass uns mal irgendwas Neues bauen. Eins, was sich da relativ gut etabliert im Moment, ist wie gesagt das Ouroboros. Was macht das Ding? Ich scroll mal ein bisschen hier weiter runter. Es ist der Docker-Command. Ihr seht, es verbindet sich direkt mit dem Docker-Socket. Schaut nach, ob es ein neues Update zu den einzelnen Containern gibt und aktualisiert das dann entsprechend direkt. Wie so alle Sachen könnt ihr das natürlich direkt in einen Docker Compose reinpacken. Hier gibt es auch direkt ein Beispiel dazu, wie ihr das machen könnt mit diversen weiteren Möglichkeiten. Das heißt, dass auch ein Selbstupdate mit kann, was zum Beispiel Watchtower ja nicht konnte. Welche Container ignoriert werden sollen, Timezone und so weiter. Das heißt, um euch das mal zu zeigen, packe ich das jetzt hier mal, kopiere das, gehe auf meinen Docker-Server, paste das mal und feuere das mal ab. Dann ist das fertig und wir können jetzt mal in Docker PS reingucken und sagen dann hier Docker Logs und mal in den Container. Nach einiger Zeit, also nachdem diese 5 Minuten automatisch Intervall durchgelaufen ist und man nochmal in die Logs reinguckt, sieht man hier, dass hier zwei Docker-Container geupdatet werden und entsprechend dann hier, dass die abgedatet worden sind. Das heißt, mit diesem Ouroboros könnt ihr das Updaten der Docker-Container, die ihr im Homelab drin habt, entsprechend komplett aus der Hand geben und müsst euch dann nicht mehr darum kümmern. Es ist natürlich immer ein zweischneidiges Schwert, ob man das möchte, ob man das nicht möchte. Das soll sich jeder selbst entscheiden. Was das natürlich auch noch kann, ist Benachrichtigungen. Die könnt ihr dann zum Beispiel per E-Mail oder sonst irgendwas. Ich zeige euch das, ich habe das per Slack zum Beispiel im Watchtower drin gehabt, dass ich hier Benachrichtigungen immer bekomme, wann ein Container geupdatet wird. Das war dann zum Beispiel mal ein Fork von Watchtower, beziehungsweise dann weiter vorne, dann die normalen, seht, dass WordPress-Container hier aktualisiert worden sind, Blogs und so weiter. Also, dann kriegt ihr auch direkt die Benachrichtigung, hallo, dir ist was passiert. Ich hoffe, ich konnte euch damit ein wenig weiterhelfen und das Leben in eurem Homelab damit etwas einfacher gestalten. Wenn ihr Fragen dazu habt, schreibt sie gerne unten in die Kommentare rein. Und ansonsten bin ich auch immer gerne offen für Vorschläge. Die Links zu Ouroboros, zu Watchtower und so weiter packe ich euch natürlich unten in die Videobeschreibung rein. Klickt einfach da mal durch und schaut einfach mal, was da sonst noch so drin ist. Dann bedanke ich mich bei euch. Wir sehen und hören uns beim nächsten Mal. Bis dann und ciao, ciao.